Mehr Spaß, Stromberg-Fan dubelt sein Serienidol. 17:30 live, das Magazin für Hamburg und Schleswig-Holstein, im Studio Ulf Ansorge. Guten Abend bei 17:30 live. Wir kommen zu einem anderen Herrn aus Norddeutschland, Lars Müller aus Bad Segeberg. Er ist der größte Fan der Fernsehserie Stromberg bei den Kollegen von ProSieben. Irgendwann hat er aus Spaß ein paar Szenen selber nachgedreht. Und das war wohl so gut gelungen, dass das Video auf der Internet-Fanseite von Stromberg persönlich gelandet ist. Martin Sander berichtet. Im Büro musst du auch mal dahin gehen, wo es weh tut. Auch mal ein paar bittere Wahrheiten sagen. Wenn einer dick ist, dann ist einer dick. Wenn einer doof ist, dann ist einer so. Ich bin einfach zu ehrlich. Wenn mir jemand vor meiner Nase einen Scheißhaufen hinsetzt, dann kann ich nicht sagen, das ist aber mal schön Schokopudding. Das Original und sein Double. Die Comedy-Serie Stromberg hat zuletzt alle wichtigen Fernsehpreise abgeräumt und inzwischen eine riesige Fangemeinde. Einer der treuesten Anhänger ist Lars Müller aus Bad Segeberg. Gemeinsam mit seinem Freund Mike Dietrich hat er für die letzte Weihnachtsfeier einige Stromberg-Szenen nachgestellt. Es ist eingeschlagen wie eine, ich sag mal so, wie eine Bombe. Das hätten wir uns nicht haben wir uns gar nicht mit erwartet, dass das so gut angenommen wird, das Video. Ne? Gerade einmal einen Sonntag lang haben die beiden Stromberg-Fans an ihrem 17-Minuten-Clip gearbeitet. Im Internet wurde die Parodie inzwischen tausendfach heruntergeladen, auch wegen der Nähe zum Original. Ein Büro ist Krieg. Und Krieg gewinnst du an der Front. Kinder, was ich nur sagen wollte, ist, dass es auf der menschlichen Ebene doch ganz hervorragend, unabhängig vom Äußeren. Aber die Erika, die ist da nun mal dick. Da beißt die Maus keinen, die ist nicht mollig, die ist nicht untersetzt, die ist dick. Und der Ernie stinkt im Armbereich und das nicht zu knapp. Ich bin eigentlich ganz anders. Ich bin schon lieb, muss man sagen. Also ich bin nur nicht einer, der sagt, komm hier, das geht so nicht. Und lästern und hast nicht gesehen. Das Fanvideo aber gefiel sogar den Stromberg-Produzenten so gut, dass sie darum baten, einen Teil des Amateurclips verwenden zu dürfen. So taucht der Bad Segeberger Stromberg jetzt als Bonus auf der Original-DVD zur Serie auf. Für Lars Müller und Mike Dietrich eigentlich schon Ansporn genug, über eine Fortsetzung nachzudenken. Der überraschende Erfolg ihres Streifens im Internet tat das Übrige. Viele Fans haben uns gemailt, haben uns geschrieben und waren gefragt, ob es eine Fortsetzung davon gibt. Und das sind mittlerweile, ich weiß gar nicht, 30 oder 40 Mails, die bei uns eingetroffen sind. Und da haben wir uns überlegt, okay, wir machen eine Fortsetzung, aber mit einigen Ideen und mit mehr Leuten wollen wir das machen. Bis es soweit ist, will Double Lars fleißig weiterüben, obwohl er dem Original schon jetzt sehr nahe kommt. Ja, nun fahr doch, du Spacko! Also, wenn man sieht, wie die alle fahren, dann wundert mich gar nichts, dass in Deutschland nichts vorankommt.